Hallo, liebe Snackfreunde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Heiße Wintersnacks. Wir senden heute wie immer live hier aus dem Backforum in Hannover und wir werden auch gleich nach Unna zur Konzeptlounge schalten, wo die Praxis stattfindet, nämlich die Produktion der leckeren heißen Wintersnacks, die besonders gut jetzt zum Herbst passen, zum Winter passen, die man alle schön heiß machen kann, im besten Fall natürlich in einem Highspeed-Ofen. Da werden wir auch einiges für euch haben gleich. Ich freue mich, dass wir heute wieder live senden können und ihr könnt euch natürlich auch an unserem Webinar beteiligen. Nutzt dazu bitte einfach die Chat-Funktion hier bei Zoom, die ihr vermutlich am unteren Bildrand findet. Da könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr habt zu unserem Webinar, zu den Themen und zu den Snacks. Oder wenn ihr uns bei Facebook Live zuschaut, könnt ihr da auch den Chat nutzen. Wir werden die Fragen am Ende natürlich alle beantworten. Okay, ich würde sagen, wir schalten mal nach Unna in die Snackakademie der Konzept-Lounge und da begrüße ich jetzt Thorsten Hallo Felker. zusammen hier aus der Konzept-Lounge in Unna, wie das wieder wunderbar klappt, gerade noch in Hannover und jetzt sind wir schon in Unna. Mein Name ist Thorsten Felker, ich bin Inhaber der Konzept-Lounge und bin heute für die Highspeed-Öfen zuständig. Und an meiner Seite ist die Doris Oberbandscheid und die stellt sich auch kurz vor. Hallo, mein Name ist Doris Oberbandscheid von Fresh Food Service und wir machen heute tolle Wintersnacks. Das ist ja das Thema des Webinars. Ja, und wir starten auch gleich mit einer Pizza Vero. Genau, Pizza Vero haben wir hier vorbereitet. Und zwar ist das ein vorgebackenes Produkt von Siebrecht, beziehungsweise was Sie selber in Ihrer Backstube herstellen können und tiefgefroren dann in die Filialen liefern können. Das ist jetzt halt halb gebacken und ja, schön lüftig locker. Das bestreichen wir jetzt einmal klassisch, so wie ein Flammkuchen, und zwar mit einer Schalottencreme. Das kann man ganz gut mit so einem Pinsel machen, das haben wir ausprobiert. Also das setzt sich ganz gut um, wenn man das so verstreichen kann. Dann kommt man auch mit den Löchern ganz gut zurecht und es geht relativ schnell und zügig und gleichmäßig. Die Schalottencreme, das ist so eine schöne, auf Frischkäse basierende Creme mit Joghurt verfeinert und dann sind Schnittlauch und frische Zwiebeln Stückchen drin. Die sind jetzt schon mal die Basis zu diesem Produkt. Dann streuen wir mit Würfelschinken ab, das ist dann Rohschinken, der jetzt schon fein gewürfelt ist. Einfach so eine Handvoll drüber, ein bisschen Zwiebeln. Genau, Zwiebeln, ich hoffe, Sie verstehen mich alle super gut. Ist ein bisschen problematisch mit dem Mikrofon. So, Zwiebeln noch drauf und gestifteten Mozzarella. Der Mozzarella ist ganz gut geeignet für so eine Pizza, weil er nachher nicht so stumpf wird beim Backen, sondern einen schönen Glanz behält. Und dann halt das Produkt auch noch ein bisschen länger in der Theke schick aussieht. Das kommt jetzt in den Atollspeed und dann würde ich mal das Mikro übernehmen und dem. Ist zwar kein Atollspeed, sondern das ist in dem Fall der Maischef, aber das ist kein Problem. Wir haben ja alle Genau. Öfen im Sortiment und suchen halt für unsere Kunden immer den besten Ofen aus, der gerade zum Produkt passt. Und jetzt hier zu der Pizza Vero passt am besten jetzt hier unser Maischef Quick. Der Quick ist ein Gerät, wo gar keine Mikrowelle drin ist, sondern der arbeitet rein mit der Impingement-Luft. Der hat jetzt hier 275 Grad in der Backkammer. Wir lassen das Produkt nur 1 Minute 10 drin und dann haben wir aus diesem wunderbaren Pizzateig gleich eine wunderbar aussehende und lecker schmeckende Pizza Vero gemacht. Das Gerät ist wunderbar hier geeignet, weil wir jetzt dadurch, dass wir keine Mikrowelle hinzugeben, was bei den meisten Highspeed-Öfen sonst der Fall wäre, dass wir jetzt hier keine Feuchtigkeit aus dem Produkt ziehen, sondern wir quasi den Pizzaofeneffekt haben. Das ist total spannend, weil wir jetzt mit der Unterhitze arbeiten und gleichzeitig mit einer 3D-Impingement, nennt das der Hersteller. Das heißt, wir kommen nicht wie normal bei den Highspeed-Öfen nur von oben mit heißer Luft und Geschwindigkeit, sondern rundherum ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wir drücken von der Seite, von hinten, von vorne, von überall her jetzt die heiße Luft auf das Produkt und nur so kriegen wir das halt auch in der Kürze der Zeit hin. 1 Minute 10 ist in jedem Ofen schon ein bisschen sportlich, weil wir ja jetzt hier gerade mit frischen Produkten arbeiten und kaum Räumung auf dem Produkt haben. Aber hier sollte uns das jetzt gleich auch in 1 Minute 10 gelingen. So, ich gucke mal, es sind noch 3 Sekunden. 2, 1, 0 und schon ist das Gerät fertig. Und wenn ich jetzt das Produkt mal in die Kamera halte, ich denke mal, man kann es ganz gut sehen. Wir haben es wunderbar gebräunt, der Käse ist zerlaufen. Also perfekter Snack, um jetzt direkt unseren Kunden damit glücklich zu machen. Ja, und dann machen wir auch gleich mit der zweiten weiter. Die zweite Variante, die wir haben, ist dann mit einem Bruschetta bestrichen. Das Bruschetta machen wir jetzt mal mit einem Schlesinger. Das geht auch ganz gut. Und das Bruschetta ist einfach nur Tomaten,
Ist auch ein veganes Produkt, Tomaten, Zwiebeln, Balsamico, Essig und Basilikum, Zwiebeln. So. Wir haben das so aufgestrichen und dann kommt da auch wieder der tolle Pizzakäse drauf, beziehungsweise Mozzarella-Käse drauf, der gestiftelt ist. Und dann kommt es auch gleich in den Ofen und wird dann weiter belegt. Warte. Das gleiche wieder, wir nutzen wieder hier unseren MyChef Quick für dieses Produkt. Einfach reinlegen, das Schöne ist, wir haben hier direkt das Bild und im Gerät ist direkt hinterlegt, was jetzt passiert. Bei diesem Gerät ist es so, dass wir jetzt nicht groß überlegen müssen, wie viel Prozent Mikrowelle, wie viel Prozent Luft. Wir haben quasi nur die Auswahl, viel Luft oder wenig Luft. Ich gebe jetzt in der Sekunde viel Luft drauf, weil wir natürlich eine schöne Beugung hier bekommen können. Gleichzeitig bekommt die Pizza durch die Unterhitze eine wunderschöne Rösche auch von unten, sodass wir wirklich hier ein wohlschmeckendes Produkt haben. Grundsätzlich ist eine Pizza natürlich auch immer ein Produkt, was sich gut für eine zentrale Produktion eignet, weil hier viel auch in der Zentrale vorbereitet werden kann. Aber vielleicht sagst du noch einen Satz dazu. Also wir haben jetzt auch dieses Produkt erstmal zum Backen erst veredelt und machen jetzt gleich auch noch weiter was drauf. Wir machen einmal so einen tollen Hartkäseflakes machen wir noch oben drauf und Rucola ganz frisch. Also wir toppen das nochmal mit frischen Produkten und feinen Serrano-Schinken machen wir noch dazu. Das veredeln wir jetzt das Produkt nochmal zum Schluss, damit der Kunde was ganz Besonderes dann auch hat für sich auf den Teller. Wir haben die Produkte auch schon mal vorbereitet. Vielleicht kann man das, wenn es jetzt schon fertig ist, dann können wir es auch direkt frisch machen. Wir brauchen es gar nicht vorbereitet zeigen. Ja, und auch hier sieht man wieder, der Käse ist wunderbar zerlaufen, die Pizza ist schön gebräunt und die eignet sich natürlich in der Variante jetzt super dafür, jetzt mit frischen Produkten draufzugehen, die wir auf einer Pizza nicht erwärmen wollen. Ja, genau, das wollte ich noch dazu sagen. Ich mache mal einen schönen Rucola drauf, dann haben wir hier ganz feinen Grana Padano geschnitten oder geraspelt, gehobelt. Den gibt es schon fertig so zu kaufen, also den braucht man dann auch nur noch aufstreuen. Und so ist die ganze Geschichte nach der Bestellung. Also wenn der Kunde bestellt und Sie das Produkt fertig machen, ganz schnell umgesetzt. So. Zwei Scheiben von dem Serrano-Schinken noch dazu. Der ist immer auch gleich schwer geschnitten. Also Sie haben hier eine ganz wunderbare Kalkulationsmöglichkeit, wenn Sie den belegen möchten. Haben Sie immer und kalkulieren möchten, haben Sie halt immer die gleiche Schwere oder die gleiche Kalibrierung in dem Produkt. So, und schon sind wir fertig. Das sieht doch ganz hervorragend aus. Wunderbar lecker. Wunderbar. Einer unserer Mitarbeiter freut sich jetzt, weil dieses Produkt immer sehr gern nachgefragt wird. Von daher traumhaft schön. Ich gebe es mal direkt weiter. Gut, und wir machen dann direkt mit dem nächsten Produkt weiter. Und zwar machen wir eine Softroll. Die Softroll machen wir heiß und zwar haben wir, jetzt muss ich mal aus dem Bild verschwinden, Dankeschön. Ja, live ist live und wir haben natürlich hier alles vorbereitet, nur aufgrund der geringen Fläche für unser Video konnten wir nicht alles zeigen, weil gerade dieses Produkt doch ein relativ großes Produkt ist. Und die Fülle der Produkte vor allen Dingen passt auch gar nicht ins Blickfeld. Wir haben hier eine Softroll-Platte, ein Brotwrap. Den gibt es TK und kann man natürlich auch bei Siebrecht Agrano das Rezept erfragen. Das ist ein wunderbar softer Teig, also Sie können den dann auch selber backen und sich so zurechtschneiden. Beziehungsweise vor dem Backen wird er halt ausgerollt und auf diese Größe, in dieser Größe gebacken und kann dann eingefroren werden. Zum Herstellen der Snacks tauen Sie das Produkt dann auf. Das ist jetzt wichtig, dass das in einer Folie geschieht, damit das Produkt nicht trocken wird und damit man es immer weiter gut rollen kann. Dann wird das Produkt geschnitten. Also Sie teilen es entweder, je nachdem, was Sie machen möchten, in 6 Teile oder in 4 Teile. So bekommen Sie 6 oder 8 Portionen aus diesem Produkt. Ja, und das ist also wirklich sehr beliebt mittlerweile. Daraus machen wir jetzt eine heiße Tasche und zwar mit Currywurst gefüllt. Da habe ich schon was vorbereitet. So, wir haben hier schon mal auf 20, also diese Matte ist 60 mal 40. Wir haben 20 auf 20 jetzt geschnitten. Das füllen wir jetzt mit einer Currywurst. Ja. Und zwar ist diese Currywurst schon geschnitten und mit Soße versehen. So ungefähr 100 Gramm passt da rein mit Soße. Das reicht auch.
Und dann wird das Produkt mit ein bisschen Käse veredelt, also dass es nachher richtig schön schmilzt. Wenn wir das im Heißbackofen erwärmen. Und dann brauchen Sie das eigentlich nur einmal so umfalten. Und schon, also das Produkt, beziehungsweise das, der Brotbrett hält das aus. Also Sie sehen, es reißt nicht oder es krümelt nicht. Sie brauchen es also, wie gesagt, nur einfach um die Currywurst drum herum arbeiten. Und dann wird das Ganze noch verpackt in einer besonderen Verpackung. So. Solisto-Verpackung von Ella. Diese Verpackung ist dann auch für den Ofen geeignet. Die brauchen wir nur, also Sie haben gesehen, da ist ein kleiner Klebestreifen dran, das braucht man nur auffalten. Und dann legt man diesen Snack so ein und faltet dieses vorbereitete Papier einfach nur so hier drumherum auf den Klebestreifen. Hier vorne ist ja der Klebestreifen. So, zack. Und dann hat man schon einen fertig verpackten Snack. Machen Sie den auch gleich und dann können wir auch beide gleich in den Ofen platzieren. Das ist ein wunderbares Produkt, um das vorzubereiten und auch kaltgestellt, eingepackt in der Filiale zu lagern, also auf Vorrat. Oder Sie können es sogar, wenn Sie es ein bisschen modifizieren, auch einfrieren. Also Sie können das so, wie es jetzt hier ist, einfrieren und dann bei Bedarf auftauen in der Filiale und dann Ihren Kunden bereitstellen. Also Sie brauchen das gar nicht oft machen und haben somit auch wieder eine Entzerrung in der Produktion, auch in einer zentralen Produktion lässt sich das wunderbar umsetzen. Ja, jetzt geht es ans Warmmachen, damit das auch heiß wird. Und ich mache es mal in zwei Steps heiß, weil ich noch kurz den Ofen erklären möchte. Also hier in dem Ofen haben wir eine Highspeed-Panini-Presse. Und wir packen das Produkt jetzt quasi zwischen die Presse, machen die Presse zu und schon geht unsere heiße Tasche los. Dauert jetzt hier 50 Sekunden. Der Vorteil dieses Turbochefs mit der Panini-Presse ist halt, dass ich von beiden Seiten Grillstreifen auf das Produkt bekomme. Ja, der Ofen ist vielseitig verwendbar, deswegen habe ich ein Produkt gerade draußen gelassen. Wir machen den gleich mal ohne die Presse, um vielleicht hinterher auch die Vergleiche zu sehen. Die Presse ist natürlich jetzt gerade für solche Produkte, für Paninis, für Sandwich oder gleich für unsere Stulle, die wir gleich noch produzieren werden, perfekt, weil wir eben halt eine total schöne Optik hinbekommen, sowohl von unten als von oben. Als auch von oben, weil durch die Grillstreifen wir wirklich eine schöne Rösche und ein wunderbares Muster auf das Produkt bekommen. 40 Sekunden oder 50 Sekunden ist jetzt auch gar nicht lang, wenn ich bedenke, dass ich für eine Tasse Kaffee oder ein Cappuccino eine ähnliche Zeit benötige. Das heißt, es ist auch kein Problem, wenn Sie jetzt eine Bestellung von Ihrem Kunden bekommen, dass beide Produkte parallel zubereitet werden, weil wir eben halt hier ja eigentlich nichts mehr machen müssen, außer warten, dass das Produkt fertig ist. Und jetzt ist es fertig. Ich mache jetzt die Presse wieder auf und hole das Produkt hier raus. Das Schöne ist, man kann jetzt direkt dieses Produkt aus dieser Verpackung essen, aber das zeigt jetzt Doris direkt. Das hat nämlich noch einen besonderen Gimmick, diese Verpackung. Also Sie haben quasi hier noch die Möglichkeit, das oben so, oder der Kunde hat es danach, um die Möglichkeit, das so abzutrennen. Und dann kann er das aus der Verpackung essen. Jetzt sehen Sie wunderbar diese tollen Grillstreifen, die er dann auch hat, die er auch besonders nochmal einen schönen Geschmack geben, weil sie schön knusprig sind. Das ist hier vorne nicht richtig abgerissen, aber da kann man sogar noch eine weitere Stufe abtrennen, die zweite Stufe zünden sozusagen. Und dann hat man da auch ja, so wunderbar die Grillstreifen. Vor allen Dingen gerade bei diesem Produkt, das so ein bisschen ja auch durch diese Soße lebt, hat man keine Klecksgefahr, weil das hier so ein bisschen beziehungsweise komplett verpackt ist. Also sie haben komplette Verpackung durch das Papier und kompletten Schutz durch das Papier. Und daher kann der Kunde das dann wunderbar so aus der Verpackung essen. Das geben wir jetzt auch nach hinten. Der Kollege freut sich schon. So, und parallel dazu mache ich das zweite Produkt einfach mal ohne die Presse warm. Dafür muss ich mal einmal ganz kurz ein bisschen improvisieren. Ja, und genau. Also wir haben halt die Möglichkeit, das Gerät genauso gut ohne Presse zu nutzen. Das heißt, ich lasse meine Presse unten und habe jetzt quasi den gleichen Effekt, wie ich sonst in anderen Geräten, die marktüblich auch auf dem Markt erhalten sind, zu bekommen. Das heißt, wir haben nur von unten Grillstreifen, wir haben jetzt nicht diesen Presscharakter, wir können es natürlich parallel auch hier oben drauf jetzt direkt zubereiten. Also es ist überhaupt kein Problem. Also das heißt, für jede Art des Ofens geeignet. Aus unserer Sicht ist er natürlich hier mit der Presse gerade so ein bisschen prädestiniert, weil wir wunderbar die Streifen drauf kriegen. Das wäre jetzt das Gleiche, auch wenn wir jetzt ein Wrap oder Ähnliches zubereiten würden. Wir können halt dann genau entscheiden, schalten wir die Mikrowelle dazu, um es auch von innen heiß zu machen. Das macht natürlich jetzt hier bei der Currywurst Sinn, oder wir füllen es halt nur mit frischen Produkten und bringen quasi nur von außen Wärme auf das Produkt.
Das heißt, wir machen nur Grillstreifen, machen es von außen warm und lassen als Beispiel, wenn wir jetzt eine Salatfüllung haben, das komplette Produkt dann von innen kalt. Also beides können wir über eine Programmeinstellung hier relativ einfach lösen und da richten wir uns immer nach unserem Kunden, weil der Kunde weiß, wie es seinen Kunden schmeckt und wir testen die Produkte und genau so stimmen wir die Programme dann auch ab. So, es ist jetzt auch fertig. Wie man sieht, hat das Produkt jetzt hier das Volumen behalten. Genau, das ist jetzt nicht gepresst. Und wir können es jetzt genauso wie beim letzten Mal hier einfach so. Jetzt haben wir keine Grillstreifen. Das ist ja, ohne Grillstreifen. Schon, ein bisschen, ja, genau. Wir können das Produkt jetzt genauso essen, weil die Verpackung natürlich ideal dafür ist, dass man auch unterwegs, selbst im Auto, dieses Produkt essen kann, weil wir haben ja immer die Problematik, gerade wir Männer, dass wir sonst relativ schnell unsere Hemden bekleckert haben. Das ist jetzt hier, wenn ich es halbwegs ordentlich esse, kein Problem, weil da unten halt nichts rauslaufen kann. Das ist ganz schön praktisch. Ja, das geht auch wieder. Ja, das ist die heiße Tasche. Wie Sie die heiße Tasche füllen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier uns bewusst mal für die Currywurst entschieden, weil das halt schon ein Produkt ist, was gerne auch on the road gegessen wird. Und denke mal, das ist eine ganz gute Idee, die man relativ einfach auch so zubereiten kann. Genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Produkt zu füllen und das auch so zu machen, dass Sie es einfrieren können und ganz gut vorbereiten können. Also dass Sie da jetzt nicht mehr jeden Tag ein frisches Produkt anfangen, sondern dass Sie das auch einfrieren können und vorbereiten können. So. Das, was noch zu dem Brotwrap zu sagen ist, dass es eine vegane Platte ist, also dass das Rezeptur vegan ist und dass Sie da auch natürlich dann veganes Snacks, ist ja auch mal ein bisschen problematisch, damit anzufangen, dann gut vorbereiten können, auch immer in der Hinterhand haben. Damit kann man ganz gut, denke ich, vegane Snack-Ideen schon mal präsentieren oder auch ausprobieren. Das ist echt eine schöne Möglichkeit dafür. Als nächstes machen wir Grillbrote oder Paninis. Die haben wir für Sie auch zum Erwärmen vorbereitet. Und zwar machen wir das mit einem Mondelage-Brot. Wir haben drei verschiedene Füllungen für Sie vorbereitet. Und zwar ein ganz tolles, softes Brot. Das eine bestreichen wir jetzt schon mal. Sondern mit der Palette, mit der Schalottencreme. Dann haben wir wieder ein Produkt, was Sie nochmal verwenden können. Und da machen wir dann was ganz Feines drauf, einen Pulled Lachs. Immer ganz wichtig, noch so ein bisschen crunchy Salat unten drunter. Eisbergsalat eignet sich dann auch gut zum Erwärmen im Ofen. Hierauf kommt jetzt Pulled Salm, einen Moment. Ein heiß geräucherter Lachs, der dann wie beim Pulled Chicken oder beim Pulled Pork ganz langsam und lange gegart worden ist. Das Produkt ist deswegen sehr schön saftig und lässt sich so auch 1A auf dem Snack verteilen. Wir machen darauf jetzt noch ein paar Tomaten. Das passt ganz gut. So, schick. Und zwei Scheiben Käse natürlich oder Dreieckskäse, der ist jetzt schon mal fertig geschnitten. Einfach zuklappen, auch eine ganz einfache Geschichte, die Sie also auch mal als besonderen Snack, als hochwertigen edlen Snack anbieten können und auch gut vorbereiten können. Der wird jetzt verpackt. Die Verpackung nennt sich Hestoro. Hier haben wir eine schöne Tüte aus Backpapier. Der Vorteil an der Tüte ist halt, dass Sie das schon in der zentralen Produktion verpacken können. Und zwar würde ich Ihnen dann raten, das so zu verpacken. Also der Kunde oder beziehungsweise so wird es dann zum Verschicken in die Filiale verpackt. Das ist relativ sicher. Das ist unempfindlich und auch geschützt verpackt. Und so kann man es dann auch im Tresen präsentieren, wunderbar. Und der Kunde kann es dann kalt oder halt gegebenenfalls für den Winter, für den warmen Wintersnack, da ist ja das Thema, im Heißfeedofen erwärmt mitgegeben bekommen. Ja, der Vorteil ist halt jetzt hier, wir können das Produkt quasi in der Tüte präsentieren, wir können es in der Tüte erwärmen und dann hinterher aus der Tüte auch ganz gut essen. Also ich packe das jetzt wieder hier in unsere Panini-Presse rein. Ich mache die Presse auf, lege das Produkt rein, weil ich natürlich hier jetzt ganz gerne auch wieder Grillstreifen drauf haben möchte. Mache meine Presse zu und habe dann meine Stulle in guten 45 Sekunden gleich zubereitet. Also auch hier wieder, wir haben zwei schöne Brotscheiben, wobei man hier theoretisch sogar die Brotscheiben auch vom Vortag nutzen kann, weil die natürlich hier wunderbar wieder erwärmt werden und wir
wir quasi unsere Produkte vom Vortag hier nochmal ganz gut aufarbeiten können. Also das ist natürlich jetzt ideal, weil das Brot eignet sich perfekt dafür und das Erwärmen im Heißmietofen gibt dann nochmal den Rest, dass wir hier wirklich eine tolle Produktqualität auch bekommen werden. Dann haben wir einen weiteren Klassiker, den kann man ja zwischendurch schon mal vorbereiten, obwohl wir haben jetzt nur noch 10 Sekunden. Ich glaube, das geht alles so schnell. Wir haben ja wieder noch 45 Sekunden. Und jetzt gucken wir mal, wie der Snack hier auch rauskommt. Es dauert noch 5 Sekunden und dann hole ich ihn hier aus der Backkammer raus. Wie gesagt, wir müssen bei dem Gerät immer als allererstes die Presse kurz lösen. Und dann sieht man ganz gut, habe ich den Snack jetzt hier in der Verpackung zubereitet. Das dampft schon ganz schön, weil er richtig schön warm geworden ist. Und ich kann ihn jetzt hier aus der Verpackung auch direkt essen. Das ist schon ziemlich warm, muss ich gerade sagen. Ich kann immer nie. Würde ich es mal auspacken? So. Sie sehen, der Käse ist wunderbar geschmolzen und die tollen Grillstreifen. Ja. Also man sieht es ganz schön, je nachdem Dicke des Produkts. So. Das war natürlich jetzt im vorderen Bereich auch ein bisschen dicker, aber man sieht ganz schön, wie hier die Grillstreifen auf dem Produkt sind. Und das macht natürlich für den Kunden nochmal eine richtig tolle Optik und bringt natürlich auch mal Röstaromen und natürlich auch einen tollen Geschmack. Mit dem Brot sind wir natürlich total flexibel. Wir gucken, was unsere Belegstation so hergibt und machen schon den nächsten tollen Snack. Als nächstes machen wir was Klassisches mit einem tollen Domschinken von Bedford. Da haben wir jetzt einen Bestrich auf Frischkäsebasis, der dann immer gut isoliert und auch so ein Produkt schon mal generell für eine längere Standzeit sorgt, als wenn Sie Remoulade nehmen würden. Gleichmäßig verteilen, alle Poren zustreichen, ist auch immer ganz wichtig. So, dann kommt wieder der knackige Salat. Das ist ja auch gerade wunderbar gut ausgehalten in dem Ofen. So, dann den umschicken und dann muss ich mal auf die Seite. Ja. Ganz wunderbarer, aromatischer Schinken, was Klassisches. Und hierauf kommt dann nochmal Käse und ein bisschen Zwiebeln machen wir hier drauf. Schöne Kombination und dann geht es auch hier in die Mistego-Tüte. Das Brot ist hier extra so gebacken und passt natürlich dann optimal auch in diese Tüte hinein. Wunderbar, und ich gebe es jetzt auch wieder in die Presse rein, damit wir auch hier ein schönes Pressmuster haben. Ich werde es jetzt in diesem Fall nur 30 Sekunden drin lassen, weil wir den Domschinken nicht klassisch richtig warm machen müssen, sondern es soll ja ein Snack sein, der hinterher perfekt harmoniert, auch im Geschmack. Und der Schinken braucht definitiv nicht die Wärme, die wir vorhin hatten. So, ich nehme das mal wieder in die Hand, dann kann Doris direkt schon den dritten Snack vorbereiten hier und passt dann auf, dass wir rechtzeitig das Produkt rausholen. Wie gesagt, ich glaube, in diesem Fall würde ich wahrscheinlich nur 30 Sekunden für das Produkt einstellen, weil wir diese Wärme im Produkt gar nicht so haben müssen. Und 30 Sekunden ist ja Wahnsinn, wie schnell das Ganze geht. Ja, und wir haben einen perfekten, wunderbaren Snack, der Ihrem Kunden dazu nötigt, wiederzukommen. Wunderbar. So, jetzt machen wir einen strammen Max im Panini. Da machen wir einen reagieren, genau. Und ein bisschen früher gestoppt. Ja, im Regelfall sind das natürlich Dinge, die werden wir vorab einstellen. Genau wie das Snacksortiment ist, so werden wir natürlich auch die Snacks ausrichten. Ich nehme es mal raus, dass vielleicht ein bisschen besser zu sehen ist, was jetzt hier unsere Grillstreifen wieder bewirkt haben. Also wenn Sie das sehen, es ist ein wunderbarer Snack. Wunderbar gebräunt, tolle Grillstreifen auf der einen Seite und ich gucke und hoffe, dass es auf der anderen Seite genauso aussieht. Aber Sie sehen, es ist von beiden Seiten wunderbar kross geröstet. Wir haben die Grillstreifen drauf. Also wer da Nein zu sagt, das kann nur ein Veganer sein, weil hier Schinken drauf ist. Ja, ansonsten würde ich natürlich da immer direkt zugreifen. Ich habe auch nicht gefrühstückt. So. Gerade stehen geblieben waren, war der stramme Max. Da nehmen wir jetzt wieder den feinen Bohnenschinken dazu, wo die Scheiben kalibriert sind und wo jede Scheibe mit so einem
mit einer Trennschicht versehen ist, dass man es halt auch gut entnehmen kann. Jetzt haben wir schon vorbereitet, eben vor dem Webinar, ein Spiegelei. Da kannst du nochmal was zu sagen. Ne? Ja, was man hier ganz schön sieht, wir haben halt auch das perfekte Zubehör für unsere Highspeed-Öfen. In dem Fall ist das unser Spiegeleierpfanne. Hier haben wir bewusst mal eine Pfanne gewählt, die nicht reine runde Öffnungen hat, sondern wirklich so ein bisschen asymmetrisch, damit das Spiegelei auch aussieht, als wenn es jetzt gerade aus der Pfanne kommen würde. Es hat eine perfekte Qualität, für uns jetzt auch eine gute Standzeit. Wir haben es jetzt schon, glaube ich, vor einer Stunde produziert, sodass wir es jetzt auch gut wieder erwärmen können. Und je nach Konstitution des Eis und Kühlung des Eis haben wir halt ein bisschen mehr Haut drauf oder ein bisschen weniger, aber es ist fürs Spiegelei jetzt eine perfekte Lösung, diese auch im Highspeed-Ofen zu machen. Wir haben dieses jetzt auch wieder ohne Mikrowelle produziert, weil wir dann einfach eine bessere Qualität im Ei haben und das Ei jetzt hier wirklich rauskommt wie aus der Pfanne. Genau, wir legen das Spiegelei dann oder platzieren das Spiegelei. Das hat auch eine super Größe für den Snack. Einfach wieder mit Käse versehen, mit dem Dreieckskäse, dann antippen und wieder verpacken. Dann kommt das auch nochmal in den Ofen. Kannst du das nochmal eben sehen? Genau, während Doris verpackt, zeige ich vielleicht mal ganz kurz, wie schnell man auch ein Programm erstellen kann, weil auch beim Stramm Max ist es wieder so, dass ich den natürlich jetzt keine 45 Sekunden reingebe. Das heißt, ich mache mal eben jetzt für uns ein neues Programm, gehe in meine Gruppe, suche mir einen freien Speicherplatz aus. Den kann ich dann relativ einfach hier benennen. Also hier ist eine Tastatur, mit der ich jetzt den Namen eingeben kann. Ich nenne es mal direkt Strammer Max. Schreiben wir auch klein, damit es auch richtig gut aussieht. So, Strammer Max. Und dann, wenn ich das eingegeben habe, kann ich direkt meine Einstellung eingeben. Und ich sage mal, das machen wir jetzt nochmal 30 Sekunden, damit wir von außen die Grillstreifen auch sehen können. Und mein Programm wird dann so aussehen, dass ich relativ viel Luft drauf gebe. Das heißt, ich gebe ihm jetzt hier mal 70% Luft, mache aber die Mikrowelle relativ reduziert. Ich gebe hier nur 30% Mikrowelle dazu, damit wir auch das Produkt innen nicht ganz so heiß haben. So, und schon bin ich hier fertig und habe mein neues Programm hinzugefügt. Wir sehen, das ist also in kürzester Zeit alles machbar. Jetzt ist der Strammer Max hier aufgeführt. Jetzt kann ich das Produkt direkt produzieren. Ich finde das ja auch super, dass man da für jedes, also ist auch ganz wichtig, dass jedes Produkt oder jeder Snack das eigene Programm hat, damit man da wirklich immer die optimale Hitze im Snack hat oder das Optimale für seinen Kunden rausholt. Auch hier sieht man wieder 30 Sekunden, um einen Snack zu erwärmen. Dafür hat jeder Kunde Zeit. Das kann kein Problem sein, 30 Sekunden zu warten, dass ich dann einen viel schöneren, besseren, geschmackvolleren Snack bekomme. Und auch für Sie natürlich ein Riesenargument, weil wenn Ihr Nachbar, Ihr Mitbewerber es nicht macht, wird der Kunde das bei Ihnen wertschätzen und dann auch wiederkommen und das Produkt wieder kaufen. Ja. Nicht nur, dass es eine sehr, sehr gute Produktqualität hat durch Ihr Brot und durch die Auflagen, die wir drauflegen, sondern eben halt auch, dass es warm gemacht wird. Und schon sind wir wieder durch und ich gebe mal ganz kurz das Mikrofon wieder an Doris. Ja, sehr gerne, Entschuldigung. So, wir haben natürlich jetzt ein bisschen Flüssigei, sag ich mal. Genau, also auch hier wieder im Endeffekt, ich hole es mal raus und wir werden sehen, wir haben perfekte Grillstreifen auf dem Produkt. Ich halte es mal direkt in die Kamera. Ich mache es jetzt mal nur so. Ich hoffe mal, man sieht es ganz gut. Also wunderbare Grillstreifen. Wir könnten das Produkt jetzt hier wunderbar aus der Tüte essen. Auch wenn der Eikern jetzt hier noch ein bisschen flüssig war, das natürlich einen Geschmack gibt. Aber wir würden es nicht, wir hätten keine Gefahr, dass es jetzt auf unsere Kleidung tropft, sondern könnte es jetzt wunderbar hier raus essen. Wir haben jetzt noch ein Thema für Sie vorbereitet und zwar Bowls. Bowls sind ja absolut im Trend und sehr beliebt und auch für den Bäcker toll umsetzbar. Auch ein Produkt, was man gut vorbereiten kann. Hier haben wir jetzt schon mal eine To-Go bzw. eine Pfandverpackung für Sie vorbereitet mit einer Salatgrundmischung. Dann haben wir ein Ei, ein ganzes einfach in Sechstel geschnitten, Karottensalat, wir haben einen Krautsalat und ein paar Tomaten, einen Tomaten-Intens sogar hier reingeschnitten. Intens-Tomaten, damit Sie auch informiert sind, gut, sind Tomaten, die ein festes Fruchtfleisch haben, gerade bei der Snackherstellung wunderbar passen, also nicht so durchsuppen und auch eine lange Standzeit garantieren. Darauf möchten wir jetzt dann, weil es eine winterliche Bowl ist und weil eine Bowl ja generell auch immer mit warmen Zutaten versehen ist, möchten wir Camembert kringeln. Die sind von Alpenhain hier wunderbar vorbereitet.
Die gibt es auch TK, die sind so portioniert. Da kann man dann immer so 3 Stück aufgeben. Und dann wollen wir Pulled Salmon erhitzen, das dann warm auf das Produkt geben, beziehungsweise warm zu dem Salat geben, damit der Kunde einen tollen, warmen, winterlichen Snack hat. Dazu muss ich jetzt wieder übergeben, und zwar, dass wir diese Geschichten mal warm machen. Genau, also wir haben natürlich unterschiedliches Zubehör auch für die Highspeed-Öfen. Hier habe ich jetzt eine kleine Pfanne, die gibt es als 19er, auch noch ein bisschen größer als 25er Pfanne, aber in dem Fall reicht uns das hier völlig aus. Ich nehme jetzt mal nur die 3, muss ich jetzt wieder auf Doris Hand zurückgreifen, weil ich habe keine Handschuhe an, dass wir mal eben die Produkte hier reintun. Wir machen es einfach alles zusammen, damit es relativ einfach ist und wir keine 2 Schritte haben. Produzieren wir es zusammen. Wir werden das gleich nochmal mit anderen Produkten zeigen. Das ist kein Problem, auch Produkte zu mischen, die dann eben halt in Sicht gut zusammenpassen. So, jetzt packe ich das für 30 Sekunden auch nochmal in den Highspeed-Ofen. Ich nutze da jetzt einfach nochmal das gleiche Programm, was wir gerade hatten, was jetzt für mich am einfachsten ist. Das ist auch unser Ziel, immer so wenig wie möglich zu nutzen. Ich würde es dann vielleicht nur ein bisschen anders benennen, aber wir haben jetzt halt die Möglichkeit, in 30 Sekunden das kurz zu erwärmen. In der Zeit kann ich meine Soße über das Produkt vielleicht schon drüber geben und ein bisschen weiter vorbereiten oder abkassieren. Und wenn es gleich fertig ist, geht es drauf und der Kunde kann es dann in der To-Go-Verpackung wunderbar mitnehmen. Was ja auch mal ganz schick ist bei solchen Produkten, finde ich, das haben Sie jetzt gar nicht gesehen. Und zwar, wenn man so ein bisschen Liebe aufstreut, so ein bisschen Gewürz, ein bisschen was Kleines. Wir machen dann auch noch Kresse drauf oder vielleicht auch Schnittlauch drauf oder ja, irgendwas Grünes noch oben drauf, damit das Bild, also das ansprechende farbliche Bild, gut passt. Ja, jetzt ist auch, unsere Produkte sind schon fertig. Ich hole es jetzt schon mal nach vorne. Man sieht schon, dass es auch ein bisschen direkt erwärmt ist. Und das können wir jetzt so draufgeben. Und der Käse wunderbar warm. Und Moment, das muss ich mal zeigen. Alles schön so cremig, ne? Also wunderbar. Den lassen wir weg. Den lasche ich gleich. Und dann legen Sie das alles so schön platziert dazu. Und der Kunde hat ein wunderbar warmes und kaltes Zusammenspiel von Zutaten, so wie er das aus der Bowl gewöhnt ist. Salat-Topping. So. Und so sind sie fertig und können ihrem Kunden das wunderbar bei die Theke reichen. Oder als To-Go-Verpackung? Ja, To-Go-Verpackung machen wir die nächste. Da machen wir dann Falafel drauf. Genau. Wir haben noch was vorbereitet. Ja, das ist dann die nächste Variante. Das ist dann die Einmalverpackung, also To-Go-Verpackung, die wir anbieten, die Sie auch zu einer zentralen Produktion gut vorbereiten können, genauso wie auch die andere Mehrwegverpackung. Hier ist ein fertiger Bulgursalat vom Bonduel mit drauf. Wir haben einen tollen Ziegenfrischkäse-Crumble, den Sie auch streuen können, der sich zum Überbacken auch wunderbar eignet, wenn man das auf anderen Snacks möchte. Und hier haben wir dann Cherry-Tomaten für Sie. Dazu kommen jetzt Falafelbällchen. Die machen wir auch noch eben heiß. Mehr, so. Ups, ja, die gehen immer gut. So, die packe ich jetzt auch hier rein. Falafel habe ich auch schon im Programm gemacht. Das ist jetzt 40 Sekunden, weil das Bällchen an sich ein bisschen dicker ist und wir die Produkte vorhin noch aus der Tiefkühlung geholt haben. Genau. Von daher müssen wir jetzt 10 Sekunden länger drauf geben, aber 40 Sekunden ist jetzt auch kein Problem. In der Zeit könnten wir jetzt, weil es hier to go ist, dem Kunden Getränk noch verkaufen oder eben abkassieren. Und in der Zeit ist dann auch gleich unsere Falafel fertig, sodass wirklich da kaum Wartezeiten auch an ihrem Tresen entstehen. Ist halt ein tolles Produkt und gerade mit dem Falafelbällchen natürlich eins, was total aktuell gerade ist. Das stimmt, absolut. Und also wir haben ja jetzt natürlich Käse verwendet, vegetarisch. Wir können aber auch genauso gut Zusammenstellungen wählen, die dann vegan wären, wenn Sie das möchten. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, tolle Salate zusammenstellen und dann, ja, das ist auch schon warm. Moment. Man sieht, die haben auch schon eine ganz leichte Rösche bekommen jetzt in der Zeit, sodass es auch ein guter Biss ist, wenn man da reinbeißt. Also es ist eine tolle Zutat jetzt hier, die platzieren wir einfach hier kein Fleisch mehr wieder. Genau, das Fleisch. Wir haben jetzt noch 2 Snacks, die wir für Sie vorbereitet haben. Und so wäre das dann für Ihren Kunden mitzunehmen. Weitere Ergänzung wäre noch ein Krautsalat, wenn noch was passendes, tolles Karottensalat, auch noch schön. Das noch als Tipp. Die letzten 2 Snacks sind so eine Art Bauernfrühstück. Wir machen ein Omelette auf eine Stulle, die bestrichen ist mit Frischkäse. Und zwar wollen wir damit zeigen, dass Sie ganz einfach dann auch ein schönes, heißes, mit Käse versetztes Omelette selber herstellen können. Das erste machen wir vegetarisch, ne?
das Pizzabrot. Pizzabrot, eine schöne dick geschnittene Scheibe. Kann ich so sehen. Wir haben es richtig schön dick gemacht. Das ist eine Sache, die Sie gut an einem Kaffee herstellen und auch verzehren können oder anbieten können. Das geht dann mit einem Frischkäse auf. Und hierzu machen wir als erstes dann mal die... Genau, wir machen jetzt die Eierspeise dazu. Und ich glaube, hier wollen wir ein kleines Bauernfrühstück machen quasi. Das heißt, wir werden auch ein bisschen Kartoffeln mit reingeben. Ich empfehle immer, die Pfanne beim ersten Mal der Nutzung ganz kurz warm zu machen, weil unsere Programme müssen wir abstimmen auf eine Dauerproduktion. Das heißt, wir machen ja in den Geräten auch Frühstücke, Rührei, Omelette, Spiegeleier. Und da macht es immer Sinn, beim ersten Mal die Pfanne ein bisschen anzuwärmen, damit ich danach immer mit der gleichbleibenden Qualität auch nachproduzieren kann. So, das reicht aber schon aus. Da reichen in der Regel 10 Sekunden einfach reinstellen. Da muss ich auch kein Produkt für wählen. So, und hier wählen wir jetzt... Wir haben hier vorbereitet, Doris, da kannst du vielleicht was zu sagen. Ich halte es fest und dann packst du dabei rein. Genau, das ist ein ganz tolles Produkt. Und zwar ist das schon eine fertig geschnittene Kartoffel, die vorfrittiert ist oder vorgegart ist, die Sie eigentlich jetzt als Rösti in der Pfanne erwärmen könnten. Also quasi können Sie daraus ein Rösti machen. Oder wir machen jetzt ein tolles Bauernfrühstück daraus. Dazu nehmen wir dann nochmal von... wunderbaren Mozzarella-Käse, den streuen wir da ein bisschen gleichmäßig dazu. Und Tomatenstückchen klein machen, streiten, so drei, vier Scheiben Tomaten. Das ist eine gute Sache. Dann haben Sie auch eine ganz tolle Farbkombination in diesem Snack. Das ist ja auch immer wichtig. Nachher garnieren wir noch ein bisschen mit Grün und so. So, und jetzt habe ich vorbereitet 150 Milliliter Flüssigei. Ja. Da muss ich mal einmal kurz aus dem Bild gehen. Ja? Also wir haben 150 Milliliter Flüssigei hier jetzt genommen, weil es jetzt für uns am einfachsten ist, dieses hier zuzugeben. Sie können natürlich auch drei Eier nehmen, das ist die gleiche Menge. So ist es natürlich am einfachsten und wir sind hygienisch auf der sicheren Seite. So, und das geben wir jetzt wieder hier in unseren MyChef Quick. Ein Gerät, wie gesagt, das perfekt für diese Dinge geeignet ist und wir lassen das Produkt jetzt hier 1 Minute 40 drin, wieder komplett ohne Mikrowelle, um auch hinterher die beste Konsistenz im Ei, aber auch natürlich für die Kartoffel jetzt hier vorzufinden. Das wird gleich eine richtig schön große Portion sein, die man theoretisch auch ohne Brot rausgeben kann. Hier natürlich mit dem Brot haben wir gleich wirklich eine komplette Mittagsmahlzeit, sag ich mal schon dazu, weil das Brot schon sehr, ja, ich sag mal, schon schwer und groß ist und jetzt gleich das Omelette mit der Kartoffel und so auch nochmal richtig mächtig ist. Wir haben das hier auch schon mal einmal vorbereitet. Doris kann es ja schon mal einmal zeigen. Also es ist wirklich eine tolle Portion. Da wird mittags auch jeder Handwerker bei Ihnen satt. So kann Ihre Verkäuferin das schon vorbereitet, dann währenddessen das Ei im Ofen backt, eben schon bereitstellen. Genau, der Vorteil ist halt eben jetzt bei der Produktion jetzt in einem Highspeed-Ofen, dass wir jetzt nicht selbst an der Pfanne stehen müssen. Das heißt, das Gerät arbeitet quasi für Sie. Und in der Zeit können Sie andere Dinge machen. Wir können Zusatzverkäufe tätigen, wir können Produkte vorbereiten, wir können Getränke zubereiten, wie auch immer. Das Gerät arbeitet für sich alleine. Immer wenn ich die gleiche Menge an Flüssigkeit reingebe, sollte auch immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Das ist halt das Schöne an dem Gerät. Und so kann ich mich darauf verlassen, dass mein Omelette oder jetzt hier mein Bauernfrühstück dann auch immer in der gleichen Qualität wirklich zubereitet wird und rauskommt. Aber wir haben jetzt noch 20 Sekunden. 1 Minute 40 ist, wenn man darauf wartet, ist natürlich dann auch schon mal eine lange Zeit, wenn wir jetzt hier nur so stehen. Aber im Grunde genommen ist das 1 Minute 40 für so ein Omelette mit den Bratkartoffeln natürlich eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Das geht so schnell, das kriegen Sie in der Pfanne wahrscheinlich in der Zeit gar nicht hin. Und da müssen Sie halt dabei stehen. So, ich gehe jetzt zum Gerät und gucke mal, wie es aussieht, wenn es da jetzt rauskommt. So, man sieht jetzt hier ganz schön und ich hoffe, das sehen Sie jetzt auch durch die Kamera. Das Ei ist wunderbar aufgegangen. Es ist jetzt auch anders, als wenn ich es mit einer Mikrowelle machen würde, fällt es jetzt nicht in sich zusammen, sondern es ist ein stabiles Produkt, was jetzt auch über eine längere Zeit genauso stehen bleiben würde. Wir haben hier schön noch die Käsebläschen dabei. Es ist schon vorgebräunt. Also wir können das jetzt wunderbar hier auf das Produkt drauf geben. Und ich denke mal, das wird ein super herzhafter Snack, den Sie leider nur ansehen können, wir dann später auch wirklich hier essen können. Also ich versuche es jetzt mal hier auf mein Produkt drauf zu gehen. Es ist natürlich, wenn ich ein bisschen mehr Fett reingegeben hätte, wird es jetzt so rauskommen. So muss Doris ein bisschen Hand anlegen.
an das Produkt, aber ich halte es mal einmal fest. Du nimmst es vielleicht mit der Hand raus. Ich könnte es jetzt auch einfach stürzen und wir würden es draufgeben, das ginge auch. Aber so ist natürlich der Weg auch da. Man sieht, das ist jetzt fast 2 Zentimeter hochgegangen und das ist natürlich jetzt schon eine wahnsinnige Menge an Ei und Brot und Kartoffeln, die wir jetzt hier haben. Genau. Also wunderbar. Also wenn man das sieht, da kriegt man ja direkt Appetit und wird das am liebsten jetzt reinbeißen. Es ist eine wunderbar herzhafte Mahlzeit und Sie sehen, wie es dampft. Es ist auch total heiß und wir können es direkt verzehren. Hier könnte man natürlich auch, wenn man möchte, das Brot im Vorfeld noch ein bisschen anrösten. Dann hätte man noch einen anderen Effekt. Aber auch so ist es natürlich eine wahnsinnige Mittagsmahlzeit. Und ich glaube, da wird jeder von satt werden. Ja, Frauen würden es sich wahrscheinlich eher teilen, wenn er die Mittagskombi. Also, die essen es dann auch ganz. Kann man ja auch anpassen, ne? Ja, genau. Wie man das möchte. Genau. So, ich habe, waren Fragen zum Snack? Oder waren da Fragen zum Snack? Ja. Eine weitere. Ja, wir können auch erst eben einmal fertig machen und hinterher können Sie Ihre Fragen stellen, ist vielleicht dann einfacher, dann können wir auf alles nochmal in Ruhe eingehen und wir können einmal alles durchproduzieren und dann die Produkte auch nochmal hier hinstellen, dann sehen Sie, was wir alles produziert haben und dann können wir auch direkt in die Fragerunde einsteigen. Ja. Als letztes haben wir noch was ganz Herzhaftes, da können wir auch das Ei jetzt direkt schon nochmal vorbereiten. Das machen wir dann in einer kleineren Pfanne. Wir können im Grunde genommen ja überlegen, immer wie groß mein Omelett werden soll. Ja, in der größeren Pfanne war das natürlich gerade perfekt, weil das auf die Brotscheibe da so gut drauf gepasst hat. Hier werden wir jetzt vielleicht nur die Hälfte verwenden oder aus der großen Pfanne 2 machen. Ich würde aber jetzt trotzdem nochmal die 150 Milliliter oder 3 Eier nutzen, um wirklich jetzt hier eine schöne Portion zu machen. Ich mache auch hier mal kurz eben meine Pfanne wieder heiß, weil wir eben halt, wie gesagt, unsere Programme darauf abgestimmt haben, dass wir immer mit einer leicht angewärmten Pfanne arbeiten. In der Zwischenzeit kann ich dann eben halt mal eben schnell meine 150 Milliliter abfüllen, was hier wie von Geisterhand geschehen schon passiert ist. Ich hole jetzt also meine Pfanne wieder raus, wir schütten es rein, dann können wir das Omelett produzieren. In dem Fall jetzt mal ganz ohne Zutaten. Ich habe ein bisschen Öl reingetan, das habe ich deswegen gemacht, weil sich dann das Omelett hinterher leichter aus der Pfanne lösen lässt. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine kleinere Pfanne. Ich habe wieder meine 150 Milliliter, die gebe ich hier rein. Und in dem Fall werden wir jetzt gleich nur 1:10 brauchen. Ich hole es rechtzeitig raus. Du kannst in der Zeit, Doris, ich weiß nicht, ob du noch andere Dinge zeigen möchtest. Ja, ach, okay. Ja, genau. Und zwar zum Frühstück passt ja auch immer sehr gut ein Würstchen. Wir haben diese Nürnberger Würstchen im Angebot, die sind immer sehr beliebt. Die gibt es TK, die können Sie dann auch im Highspeed-Ofen wunderbar warm machen, dass sie so schön rösch werden. Die würden wir jetzt angewärmt auflegen und dann mit einem Rotkrautsalat versehen. Ein bisschen was an Herzhaften noch darunter platzieren. Und das Omelett machen wir dann als Topping oben drauf und ein bisschen Senfcreme. Und dann haben Sie eigentlich ein ganz, ganz wunderbares, ja, herzhaftes, deftiges Frühstück auf Ihrem Brot. Und so kann man es ja dann vorbereiten, während das Ei in der, im Highspeed-Ofen dann gart. Also die kleinen Bratwürstchen haben wir vorhin auch im Highspeed-Ofen gemacht. Die brauchen so ungefähr 1 Minute. Dann haben wir die richtig schön warm und auch kross. Die waren komplett weiß, als wir sie reingegeben haben, aber sind natürlich jetzt wunderschön gebräunt, so wie es dann auch sein muss. Einmal, na, es ist jetzt eine kleinere Pfanne. Das heißt, eigentlich sind es nur 28 Sekunden. Das heißt, ich war wieder ein bisschen zu ungeduldig. Ja. Also es sind dann nicht 1:40. Ich denke mal, in 1:22 werden wir das jetzt auch hinbekommen, ohne dass wir jetzt eben halt noch weitere Zutaten reingegeben haben. Vorhin haben wir ja nochmal komplett die Kartoffeln und Tomaten und weitere Dinge noch dazu gegeben. Hier haben wir das reine Ei. Von daher würde ich jetzt hier gar nicht das so lange da reingeben, sondern nehme es raus. Und man sieht, ein wunderschön gebräuntes Produkt. Ja, wir haben, das Omelett ist ein bisschen aufgegangen. Wir haben hier eine perfekte Qualität, die ich natürlich jetzt so wunderbar nutzen kann zum Weiterverarbeiten. Doris nimmt das Produkt mal eben hier raus. Ich guck mal, dass wir jetzt gut damit arbeiten können. Es ist halt eine totale Standfestigkeit. Wie ich es gerade schon erklärt habe, wir haben jetzt hier keine Verluste. Klassisch mit Mikrowelle haben wir immer das Problem, es sieht so ein bisschen aufgeplustert aus und danach fällt es wieder in sich zusammen. Hier haben wir eine wunderbare Standfestigkeit. Also sieht doch wunderbar aus. Wir hätten jetzt auch das große Ei noch drauf tun können, nur mit den weiteren Zutaten wird es dann irgendwann auch zu viel. Ich
glaube, das ist jetzt schon wieder eine volle Mittagsmahlzeit, die wir gut verzehren können. Ich platziere das nochmal eben auf den Teller. Moment. Und ganz besonders schick und was jetzt auch ganz wichtig ist, damit da alle Farben auch so ein bisschen auf dem Snack drauf sind, finde ich dann, dass sie es auch immer noch ein bisschen grün garnieren, dann hat es gleich noch wieder eine ganz andere Optik. Sie sehen das, sieht gleich noch viel ansprechender aus. Ein bisschen Liebe noch oben drauf. Und dann sind wir fertig. Ja, das waren unsere Snack-Kreationen für Sie, die heiß und toll in den Winter starten sollen. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, beziehungsweise es waren gerade schon Fragen, die müsste uns jetzt die Kollegin mal vorlesen oder vorgeben. Ich weiß nicht, sonst würden wir zurückgeben an Alex. Okay, im Grunde genommen sieht man auch, dass wir mit relativ einfachen Mitteln und kleinen Handgriffen hier wunderbare Snacks produzieren können, die sowohl in der zentralen Produktion als natürlich auch bei Ihnen vor Ort in der Filiale relativ einfach zubereitet werden können. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Kommunikation mit den Fragen hinbekommen, weil wir hören sie im Moment nicht. Von daher müssen wir hier ein bisschen improvisieren, aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Also. Ja, das habt ihr super gemacht, ihr beiden. Vielen Dank mal hier von Hannover nach Unna. Man hat richtig viel gesehen und Doris, du hast gesagt, du hast noch nicht gefrühstückt, ich auch noch nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es jetzt ja nicht vor dem nächsten Webinar, aber Hunger habe ich auf jeden Fall bekommen. Schöne Sachen, die ihr gezeigt habt, vielen Dank dafür und deswegen jetzt nochmal die kleine Fragerunde. Auch ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt nochmal den Chat hier nutzen, um eure Fragen zu stellen. Thorsten, erste Frage an dich. Mich würde vor allem interessieren, wenn ich jetzt jeden Snack heiß mache und wir haben gerade die Energiekrise, alles wird teurer. Wie viele Snacks mache ich, damit sich ein Highspeed-Ofen rechnet? Was kostet mich so ein Snack im regenerierten Zustand? Das ist eine relativ einfache Frage. Was wir jetzt gemacht haben und was ich bei der Betrachtung natürlich auch berücksichtigen muss, ist, was verbraucht so ein Gerät an Energie? Ja, wir als die absoluten Spezialisten für Highspeed-Ofen beschäftigen uns natürlich gerade mit dem Thema sehr intensiv, weil das natürlich für uns alle, sowohl privat als auch geschäftlich, ein Riesenthema ist. Das heißt, wir haben bei uns im Showroom hier ShopIQ als Energiemanagementsystem angeschlossen, haben über die Steckdosen den Stromverbrauch gemessen und so können wir jetzt relativ genau sagen, was jedes einzelne Gerät an Strom verbraucht und können so auch sagen, was sie an Invest pro Tag haben, um Snacks heiß machen zu können. Ja, das setzt sich dann zusammen aus dem Energieverbrauch, aber natürlich auch aus dem Preis des Produktes. Da haben wir als Grundlage gelegt, dass wir ein Gerät 4 Jahre nutzen und über einen Leasingvertrag arbeiten. Und da sind halt die Gerätepreise jetzt ein bisschen mitentscheidend. Und so haben wir auch unterschiedliche Kosten pro Tag, die Sie einfach für einen Highspeed-Ofen ansetzen müssen. Und das fängt an beim, ich sage jetzt mal einfach hier bei dem MyChef Quick, der liegt bei Energie und Investition bei 6,50 Euro am Tag. Das heißt, jetzt können Sie ausrechnen, bei welcher Marge Sie 6,50 Euro erreicht haben und dann rechnet sich schon der Highspeed-Ofen. Und da muss man auch ganz einfach sagen, wenn Sie keine 6,50 Euro oder vielleicht auch bei dem Gerät sind es jetzt 8 Euro, wenn Sie die nicht erwirtschaften über einen warmen Snack, dann brauchen wir auch mal einen Highspeed-Ofen nicht nachdenken. Und für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir als allererstes analysieren, was wollen Sie eigentlich machen, welche Kapazitäten haben Sie in der Filiale, welches Snacksortiment haben Sie, wie viele Snacks werden produziert in der Filiale. Dann suchen wir den passenden Ofen für Sie aus, weil wir brandübergreifend arbeiten. Das heißt, wir haben mit jedem Hersteller Verträge und können halt zielgenau genau das Gerät einsetzen, was für Sie perfekt geeignet ist. Da, sage ich mal, liegen die preislichen Differenzen so, dass wir zwischen 6,50 Euro und 9 Euro am Tag eigentlich die gesamte Bandbreite abdecken. Das hängt dann auch letztendlich davon ab, ob ich ein 230 Volt oder ein 400 Volt Gerät einsetze. Aber beim 400 Volt Gerät geht es dann bis 11 Euro hoch. Aber ich setze das 400 Volt Gerät natürlich auch nur ein, wenn ich die richtige Masse an Snacks rausgebe. Und dann sind 11 Euro auch gar kein Problem. Ja, jeder Snack sollte natürlich regeneriert werden, auch wenn wir jetzt nicht mal, ich sag mal, einen richtig heißen Snack haben. Aber alles, was so gekühlt in der Theke liegt, da will ja keiner so reinbeißen. Deswegen alles einmal in den Highspeed-Ofen zumindest kurz regenerieren und die Kälte rausnehmen und vor allem auch viele heiße Snacks anbieten, damit sich auch, was Thorsten sagt, die Anschaffung von so einem Highspeed-Ofen auf jeden Fall auch schnell rentiert. Wir haben eine weitere Frage zu den Eierspeisen. Da kann bestimmt Doris was Schönes zu erzählen. Vorteile frische Eier oder Convenience-Ei-Produkte. Es gibt ja das Schlemmer-Rührei zum Beispiel oder auch schon tiefgekühlte Ei-Patties, tiefgekühlte Spiegeleier. Doris, für welchen Standort oder für welche Betriebe würdest du das empfehlen?
Ja, erstmal ist das ja so eine Philosophiefrage. Möchte ich mit frischen Eiern arbeiten oder möchte ich die Vorteile nutzen, die ich dadurch habe, dass die Sachen schon gegart sind oder schon portioniert sind oder auch hygienisch verpackt sind? Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ein Spiegelei zum Beispiel, TK, fertig gebacken, hat immer die gleiche Konsistenz. Also es ist immer wachsweich. Wenn Sie darauf Wert legen, dass das immer gleich Ihren Kunden gegeben werden soll, ist das natürlich ein schöner Vorteil. Andererseits hat es eine ganz andere Optik. Wenn Sie es dann ja auf die Optik absehen und sagen, okay, es kann ein bisschen weich sein, haben wir auch Peggy-Eier, nennt sich das. Das sind schon mal Eier, die sind homogenisiert. Auf jeden Fall haben die keine oder können nichts mehr kontaminieren. Die können Sie auch in der Filiale wachsweich beziehungsweise sogar weich anbieten. Das ist noch eine schöne Möglichkeit. Also da gibt es immer individuelle Lösungen für jeden Bedarf oder jede Situation. Wenn Sie dann wenig Personal haben, ist es auch immer ganz schick, danke, auf diese fertigen Ei-Patties zum Beispiel zurückzugreifen. Ei-Patties kann man auch selber machen. Schlemmerrührei ist dann wieder, das ist immer gleich abgeschmeckt. Das ist hygienisch verpackt und auch immer gleich in der Konsistenz. Also das ist ganz sicher zu verarbeiten, indem natürlich auch das Ei an sich selber, wenn Sie ein Rührei selber machen, auch die charmante Geschichte hat, dass es sehr handwerklich aussieht. Also da müssen Sie für sich wissen, was da, ich kann Ihnen gerne die Vor- und Nachteile immer aufzeigen, aber es muss ja in Ihren Betrieb passen und das ist immer das Wichtige. Ja. Super, Dankeschön, danke für die Beantwortung der Fragen. Ihr könnt gleich schön reinbeißen, da wünsche ich euch schon mal guten Appetit. Ich habe den Vorteil, dass wir gleich um 13 Uhr noch ein weiteres Webinar hier haben und das machen wir hier direkt in Hannover im Backforum und dann werde ich auch in einiges reinbeißen. Danke, dass ihr dabei wart, danke auch an unsere Zuschauer. Bleibt immer aktuell, indem ihr euch auf unserer Webseite für den Freunde des Snacks Snack Live Newsletter anmeldet. Dann kriegt ihr immer die Termine für unsere neuen Webinartermine und auch Live-Termine, die wir bald wieder machen werden. Und ja, um 13 Uhr geht es weiter hier nochmal mit dem nächsten Webinar. Dann werden wir uns auch um heiße Sachen kümmern und zwar um Käsesnacks und auch um vegane Alternativen dazu. Das wird auch ganz spannend und vor allem auch sehr, sehr lecker. Gleich um 13 Uhr. Danke, dass ihr jetzt dabei wart. Danke nach Unna an Thorsten und Doris und an das Team hinter den Kameras. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Okay, dann verabschieden wir uns auch hier aus Unna und haben uns sehr gefreut, dass wir Ihnen ein paar tolle Wintersnacks zeigen konnten. Und wenn Sie noch Fragen haben, immer gerne auch an Freunde des Snacks stellen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, hat Ihnen Hunger gemacht, dass Sie direkt loslaufen und jetzt Ihren eigenen Snack kreieren, vielleicht sogar schon das erste ausprobieren, was Sie hier gesehen haben. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen auch hier aus Unna, arrivederci, ciao, bis bald und wir freuen uns auf das nächste Webinar. Genau. Tschüss. Macht's gut. Ciao.